aus dem Titelthema Stuttgart über eine eigenwillige Stadt und ihre Bürger. Aus dem Rotary-Magazin 11/2021. Nun, ich werde ja oft gebeten, mich zu äußern über Stuttgart, und da zucke ich immer zusammen, weil ich mein ganzes Leben lang in Stuttgart lebe. Wie soll ich mich da geschwind mal drüber äußern? Über andere Städte? Jederzeit, die sind gute Bekannte. Aber Stuttgart ist Familie, verstehen Sie? Ich rede nicht über meine Familie mit anderen. Höchstens so viel, wie ich über mich selbst verraten würde. Wenn ich nun also doch etwas zu Stuttgart sage, dann ist es einseitig, nicht immer offen und manchmal werde ich auch was vergessen, geflissentlich, weil es niemanden etwas angeht. Ich werde nicht informativ sein, denn informativ heißt umfassend. Und was soll ich Ihnen an Umfassendem zu Stuttgart noch sagen? Also muss ich Ihnen wirklich erzählen, dass wir in Stuttgart 1956 den ersten Fernsehturm der Welt hatten und ihn noch besitzen? Soll ich Ihnen vielleicht vom Talkessel berichten und davon, dass hier Schiller zur Schule gegangen ist und es nicht mehr ausgehalten hat? Soll ich vielleicht annehmen, Sie wissen nichts von Stirlings Staatsgalerie und dem Stuttgarter Ballett? Muss ich das Lindenmuseum herbeten und die Zahnradbahn, den Tippschloss Solitude zum Fotografieren geben und von der Industriefabel oder vom Killesberg etwa? Oder soll ich Ihnen raten, im Leutze oder Bad Berg Ihren touristischen Eifer zu ersäufen? Also, das wird ja alles angeboten unter dem Markenzeichen Standort Stuttgart. Formulierung, die ganz klug gewählt worden ist, weil sie dual verstanden werden kann. Ja? Denn Standort ist ja erstmal stehen bleiben, nicht Linie, sondern Spot oder Spott, wie Sie wollen, den die Stadt auch hier und da erntet. Sie kennen ja den Witz von dem Bedauernswerten, der sich einem neuen, missgeschneiderten Anzug anpassen muss, indem man den Arm ein bisschen einzieht und das Bein ein bisschen hochzieht und das Becken vorzieht und den Rücken verzieht und dem die Leute hinterher tuscheln, oh, guck mal, dieser Arm, man so verkrüppelt, wie furchtbar, aber einen dollen Schneider hat er. So geht es Stuttgart mit seinem Image. Wir passen uns dem Anzug an, wirken etwas verformt, aber es darf keiner merken, dass das Äußere oft nicht stimmt. Wir sind in Stuttgart im Denken konservativ und im Machen fortschrittlich. Hier wird Zunft und zukunftsweisend geschaffen. Hier ist der Nährboden für Hightech. Andererseits muss man sagen, kennen viele Leute Stuttgart vor allem als Stau, angesagt im Verkehrsfunk, was aber seinen Zweck wieder hat im Bindecharakter, den die Stadt auf Vorbeifahrende ausüben will. Also wer hierher fährt, steht. Die Stadt selbst ist seit Jahrzehnten eine einzige Verstopfung. Stuttgart mutet einem wirklich oft an wie die eigene Westentasche. Die stülpt man um rauszufinden, was man alles vergessen hat und was sich daran alles angesammelt hat. Stuttgart ist Baustelle, ganz einfach. Unter manchem Haus fließt zwar noch ein Stück Nesenbach, aber es gibt dauernd städteplanerische Fieberanfälle, die wie Malaria heftig wiederkehren. Stuttgart ist stetige Erneuerung, weil der Stuttgarter es immer schöner haben will. Der Wunsch ist hier die Mutter des Elefanten der Porzellankiste. Das verzweifelte Bemühen, alles schön zu haben, wirkt dann aber wie ein Bumerang. Ja? Ist die Hohenscheimer Straße geebnet, können die Häuser an ihr nicht ungleich sein. Sind die Hausfassaden saniert, fällt auf, dass die Hohenheimer Straße zu eben ist, da wird sie wieder aufgerissen. Ja? Und da kommt jetzt noch dazu, dass der Stadtkern und seine Ausleger seit Jahren umgegraben werden für einen Bahnhof Stuttgart 21. Berühmte Formulierung, gegen den die Menschen immer noch demonstrieren übrigens, weil sie ihn nicht wollten. Ein Bahnhof, der unter die Erde gelegt werden soll, damit, das ist die offizielle Begründung, Stuttgart oberirdisch, innerstädtisch weiterwachsen kann. Denn Stuttgart liegt, wie gesagt, in einem Talkessel, sodass es in die geografische Breite nicht viel weiter wachsen kann. Und da sagten die Stuttgarter dann bald, das wollten sie nicht, der Bahnhof soll oben weiter wachsen dürfen, Stuttgart gehört unter die Erde. Stuttgart 21 wurde praktisch zum Dschihad im eigenen Land, zum Glaubensbekenntnis, das durch nackte Tatsachen dem Prinzip des Glaubens zunehmend widersprochen hat. Und diese Tatsachen sind zum Beispiel nicht berücksichtigte Signalanlagen in den Tunnels, sind über einen Meter kleinere Radien der Tunnels, als es die EU-Norm vorsieht, sind Bahnsteigegefälle, die sechsmal so stark sind wie erlaubt, was auf eine Bahnsteiglänge der Höhe von zwei Stockwerken eines Hauses entspricht. Um Kinderwägen und Rollstühle daran zu hindern, auf die Gleise abzurutschen, müssen diese jetzt nach innen gesenkt und eingeriffelt werden. Man kann sich den Lärm vorstellen, den Gepäck macht, wenn es darüber gezogen wird.
Diese Tatsachen sind ferner Wasserpumpen, die das Grundwasser abpumpen müssen, solange dieses Stuttgart existiert. Und wenn es noch ein paar tausend Jahre dauert. Von den großen Ereignissen findet man ja immer wieder Massengräber. Wir erleichtern wenigstens in Stuttgart künftigen Archäologen und Altertumsforschern die Arbeit. Hier führen durch ganz Deutschland von Paris und Bratislava aus Schienen direkt auf den Arnulf-Klett-Platz vor dem Bahnhof, ich kann mich gar nicht beruhigen, wo wir unser Geld begraben und unsere Vernunft beerdigt haben. Jeder Bürger im Land weiß, dass Stuttgart durch heftige Mineralquellen auf Wasser gebaut ist und dass da alles hochkommen kann. Aber genauso wie Armin Laschet und Olaf Scholz bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 den Menschen ruhige Worte geschenkt haben, stehen sicher dann auch bei einer Überschwemmung in Stuttgart Regierungsverantwortliche bereit, um tatkräftig vor Ort zuzuschauen. Also wir sehen, Stuttgart wird nie fertig und es soll offenbar auch nie fertig werden. Stuttgart ist Dualismus. Wein und Wasser gleichermaßen. Wir haben Weinberge und Mineralquellen. Wir sollen bedächtig sein und bekommen einen Bahnhof für vermeintlich schnellere Verbindungen. Ja? Und wir haben die schnellsten Autos gebaut, um schneller zur Ruhe zu kommen. Selbst der Ruhezustand ist ja bei uns schnell. Stuttgart eignet sich, um ein Lebenswerk zu vollziehen. Es lenkt nicht ab. Auf Stuttgart muss man entweder eingehen oder man geht ein. Manchmal kommt einem Stuttgart vor wie das verschüttete Pompeji, das Werdende, das sich nicht mehr zu Ende bringen kann, die Unruhe im Stillstehen und in der Bewegung. Stuttgart hört nie auf, darauf zu horchen, was Stuttgart ist. Aber was ist Stuttgart? Als ich einer Amerikanerin chinesischer Herkunft erzählte, ich werde etwas über Stuttgart schreiben, hat sie interessiert gefragt, was ist das Stuttgart? Ja, hat es mich gereizt, was soll ich sagen, es ist relativ groß. Ein Objekt? Naja, ein Urfund? Nein, ein Urfund. Naja, warum ein Urfund, habe ich gesagt. Eigentlich ist es doch mehr ein Objekt, eine Architektur, wo viel Platz haben. Ich wundere mich, sagte ich, dass Sie noch nichts davon gehört haben. Ja, wissen Sie, sagte sie, ich arbeite ja im Immobilienwesen. Na bitte. Ja, aber ich verkaufe nur private Immobilien. Stuttgart ist sicher mehr kommerzielles Gebäude. Das wird es sein, habe ich ihr nachgegeben. Eben, sagte sie, deswegen weiß ich nichts davon. Aus dem Titelthema Stuttgart über eine eigenwillige Stadt und ihre Bürger. Aus dem Rotary-Magazin 11/2021.